Es ist dir vielleicht nicht so bewusst, aber ohne Verben, Nomen oder Adjektive kannst du dich nur echt übel verständigen. Diese gehören zu den Wortarten im Deutschen. Die wichtigsten flektierbaren Wortarten schauen wir uns heute an. Viel Spaß und los geht's! In der deutschen Sprache gibt es insgesamt 10 Wortarten, die du in die Kategorien flektierbar, also veränderbar, und nicht flektierbar, also unveränderlich, einteilen kannst. Veränderbar bzw. flektierbar bedeutet, dass die Grundform verändert werden kann. Starten wir mit den 6 flektierbaren Wortarten, nämlich Nomen, Artikel, Verben, Adjektive, Pronomen und Numerale, also Zahlwörter. Zu den 4 unveränderlichen Wortarten gehören Adverbien, Präpositionen, Konjunktionen und Interjektionen, sogenannte Ausrufewörter. Wir wollen uns in diesem Teil aber nur die flektierbaren Wortarten anschauen und starten mit den Nomen. Nomen, also Substantive, werden häufig Namenwort oder Hauptwort genannt. Alles, was du anfassen kannst, also Menschen, Gegenstände, Tiere, Pflanzen, Nahrungsmittel und so weiter, sind Nomen. Aber du hast auch Nomen, die du nicht anfassen kannst, und dazu gehören zum Beispiel Gefühle wie Liebe oder Hass, aber auch Unsichtbares wie Hitze oder Kälte. Nomen können sich auch verändern, entweder sie stehen im Singular, also in der Einzahl, oder im Plural, in der Mehrzahl, oder du hast unterschiedliche Fälle. Und damit kommen wir zu den Artikeln. Diese werden auch Begleiter genannt, da sie zusammen mit Nomen gebraucht werden. Du hast bestimmte Artikel wie der, die und das, und du hast unbestimmte Artikel wie ein oder eine. Artikel helfen dir oft dabei zu erkennen, ob das Nomen im Singular oder im Plural steht. Als nächstes brauchen wir die Verben. Verben werden auch Tu-Wörter oder Tätigkeitswörter genannt, weil du dadurch weißt, was gerade getan wird. Du kannst auch Zeitwörter zu Verben sagen, weil du erfährst, wann etwas getan wird. Zwischen ich habe geschlafen und ich werde schlafen ist schließlich ein kleiner Unterschied. Verben verändern sich immer, also entweder wegen der genutzten Zeitform oder weil die einzelnen Personen, ich, du, wir, unterschiedliche konjugierte Formen haben. Und damit kommen wir zu den Adjektiven. Adjektive werden auch Wie-Wörter oder Eigenschaftswörter genannt, weil du angibst, wie etwas ist. Also zum Beispiel schön, teuer, groß und so weiter. Steht ein Adjektiv vor einem Nomen, müssen sie dekliniert, also gebeugt werden. Beispiel: ein schlauer Junge oder ein schlaues Mädchen. Das Coole dabei ist, dass Adjektive auch gesteigert werden können. Also zum Beispiel, der Junge ist schlau, aber du bist schlauer. Kommen wir damit zu den Pronomen. Du kennst sie vielleicht auch unter dem Begriff Fürwörter. Und zu ihnen zählen ich, du, er, sie, es, wir, ihre, unsere, meine, dich, sein und so weiter. Da es so viele verschiedene Pronomen gibt, musst du immer auf den richtigen Einsatz achten, da sie häufig ein Nomen ersetzen. Beispiel: anstatt die CD ist neu, kannst du also auch sie ist neu sagen und jeder weiß, wenn im vorherigen Satz von der CD die Rede ist, was gemeint ist. Kommen wir zur letzten flektierbaren Wortart, die Numerale bzw. Zahlwörter. Das Geheimnis steckt schon im Wort selbst mit drin, denn Zahlwörter geben die Menge an und umfassen alle Wörter wie ein, zwei, fünf, der dritte, die vierte und so weiter. Also wieder ein Beispiel: ich habe einen Kugelschreiber. Oder aber, der rote Kugelschreiber ist mein Sechster. So, damit haben wir uns durch die flektierbaren Wortarten gekämpft. Weiter geht's mit unserem Video zu den nicht flektierbaren Wortarten, also Präpositionen, Adverbien und so ein Kram. Einfach auf das i oben rechts tippen. Daumen hoch und abonnieren für mehr Deutschgrammatik und gerne bis bald. Ciao.